Mit Kritik meldet sich jetzt Gerhard Daimek von der FPÖ zu Wort. Frau Bundesministerin, ich darf einmal beginnen, liebe Frau Kollegin Herr, ich darf Sie mit den Worten des eigenen Kollegen Kohlrus etwas korrigieren. Wir beschließen den Bonus nicht oder das Modell. Wir beschließen, wie der Kollege gesagt hat, dass sich die Regierung selbst auffordert oder die Regierungsparteien selber auffordern. Ist komisch, ist legal, ist halt so. Gut. Im Inhaltlichen sind wir dabei und wir haben ja selber auch einen entsprechenden Antrag vorgestellt, der dann leider mit dem § 27 Antrag overruled wurde. Und uns ist es dabei gegangen, rasch ein gutes Modell zu finden. Ein Modell mit dem Wiener Modell, das gut ist, das rasch auch bei den Bürgern ankommt und das vor allem die Zwecke, nämlich das ökologische, das konsumentenschutzpolitische Ziel und vor allem auch natürlich ein soziales Ziel zu erreichen. Man muss sich vorstellen, dort wo es wirkt, das sind für Menschen, die nicht unser Einkommen haben, sondern die vielleicht mit 1.000 Euro netto für drei Personen über die Runden kommen müssen, sind das alles Investitionen. Und wenn diese Investitionen, egal ob das jetzt Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Elektronik und so weiter ist, wenn die nicht das erwartete Lebensalter erreichen, dann haben diese Menschen ein Problem. Und daher ist es wichtig, neben den umweltpolitischen und anderen Zielen, da rasch etwas zu schaffen. Daher ein vernünftiges Modell. Und ich sage jetzt nicht mit der Erfahrung, dass Wien das Beste ist. Die Kollegin Rösler hat das Salzburger Modell angezogen. Ja, wenn es dort bessere Dinge gibt, dann soll man das durchaus übernehmen. Ich weiß es nicht konkret, ich kenne das Salzburger Modell nicht. Wichtig ist nur, und da nehme ich jetzt die Frau Kollegin Rösler ins Spiel, wenn sie sich erinnert, in der Exekutive als Landesrätin, was war dort gezählt? Nicht die Sonntagsreden, gezählt hat, was hat sie wie, wann gemacht und welche Kosten und Nutzen waren für die Bürger drinnen. Und genau hier ist es genauso. Wir sagen jetzt, okay, schauen wir uns einmal an, was in der nächsten Zeit, was dann in Begutachtung geht, was kommen wird. Und dann können wir messen, was kommt wann und welche Kosten und welche Nutzen hat es. Wenn das entspricht, werden wir auch mitgehen. Wenn es nicht ist, wenn es nicht kommt, wenn es nicht entspricht, wenn es keine Kosten, aber leider auch keinen Nutzen hat, dann werden wir dann auch einmal den Finger in die Wunden legen. Und es hat mich auch gefreut, dass eine Vertreterin der Grünen sagt, das beste Modell soll sich durchsetzen. Ich nenne das Technologieneutralität und ich würde mir wünschen, wenn diese Technologie- oder Modellneutralität bei den Grünen überall Eingang finden wird. Danke. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Diplom. Technologieneutralität wünscht sich Gerhard Daimek von der FPÖ.